Hallo und moin moin, hier zurück bei Star Wars The Old Republic. Jo, wir sind hier und wollen in meinen heißen Zustand nach unten zu Lord Gratans Anwesen. Jo, dort haben wir eine Menge Quests zu tun. Und dann müssen wir doch hier erstmal lang. Erstmal den Weg zurück, damit wir den Weg hinkommen. Ja, es ist einige Zeit her, als ich das letzte Mal aufgenommen habe und ja. Und ich sage euch Leute, heiser und alles und ich hoffe, ihr verzeiht. Gut, ich hoffe, ihr habt auch Weihnachten heil überstanden. Ja, Weihnachten, das Fest der Geschenke, der Liebe. Und ja, ich hoffe, ihr habt euch reich beschenken lassen. Wenn nicht, tauscht die Geschenke um, die ihr bekommen habt. Und ja, ne? So, wir sollen jetzt hier jede Menge Quests da drüben im Anwesen machen. Und dann haben wir noch diese blöde Heldenquest da offen, die wir auch irgendwann nochmal machen wollen, aber darauf habe ich gerade keinen Bock, weil ich habe keinen Bock, jetzt mal komplett da oben zu laufen, damit ich dann wieder unten kann und ne. Erstmal alle Quests im Lord Gratans Anwesen und was hat für ein Heslon? Okay. Ach so. In dir steckt ja ein anderes Vieh, deswegen sah es so komisch aus. Sag das doch gleich. Irgendwie ist der gerade sehr tief, wie Schuhleder. Ne. Gut. Und was haben wir denn hier? Achso, ja, oh Gott. Zigtausend Sachen hier. Ah, erstmal du. Na, 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 los. Sehr schön. Und jetzt. Hier. Ja. Grüner Laubstamm. Na. Soll ich das Ding schon hier abbauen? Zack. Goodie. Gehen wir denn überhaupt richtig? Ja. Tun wir doch. So. Achso, ich kann mich mal wieder. Ja, gut. Ich hab meinen Buff war schon. Aber naja. Hui. Die Mauer haben wir entdeckt. Ja, wir sind in der DDR, Leute. In der DDR mit der Mauer. Baumspalter. Ach, aus lauter Langeweile. Nee. Hallo? Wo bin ich? Da. Greif dich jetzt an. Ja, Weihnachten stand vor der Tür. Als nächstes steht der Silvester vor der Tür. Und ich kann euch sagen, nein, ich werde diesen Scheiß nicht feiern. Ganz ehrlich, das ist mir zu große Geldverschwendung für Silvester, sich hier für Unmengen Geld Ballerzeug zu kaufen, also ganz ehrlich, ne. Kann ich mit dem Geld Schöneres anstellen. Zum Beispiel in Kartellmünzen. Hier. Kartellmünzen investieren. Es ist weitaus sinnvoller als Ballerzeug zu kaufen und sinnlos hier rumzuballern. Ja, finde ich jetzt mal so. Aber, naja, jedem das Seine, würde ich sagen. So, hier haben wir einen Händler. Bitte verwenden Sie sämtliche Produkte nur nach Anleitung. Jo, mach ich. Gut, reparieren muss ich nichts. Ah, bisschen was verkaufen. Was haben wir denn hier? Seht man nicht, wa? Kompaktes Medikit. 825 bis irgendwas. 825, 700. Sollten wir erstmal das Kleine hier verwenden. Ist mal so meine Ansicht. So. Muss ich noch, oder kann ich mir noch einen Buff reinhauen? Koordinat bla und ja, komm. Nein! Warte! Nee! Scheiße, ich will das Ding doch nicht verkaufen. Oh Gott, ey. Nein! Ey, ey, ich will diese. Hallo, ich will. Ich will diese Waffe nicht kaufen, ich will. Ja, das Ding wollte ich wieder kaufen. Danke. Leben Sie wohl! Halt die Fresse. So. Ah, danke, schon angenehmer. Ach, herrlich. So, jetzt haben wir wieder zig Quests hier. Reden wir doch mal mit diesen Fratzen.
Endlich jemand, der Verstand hat. Oder mir vielleicht sogar bei meiner Arbeit helfen kann. Meine närrischen Schüler haben sich bei einem einfachen Ritual umbringen lassen und sie haben immer noch die Runen bei sich, die ich ihnen anvertraut habe. Sie mussten lediglich eine Bestie der dunklen Seite herbeirufen, eine Sith-Brut, und sie zu mir bringen. Ich habe sogar das Artefakt erforscht, um sie zu binden. Könntet ihr helfen? Warum wollt ihr eine Sith-Brut herbeirufen? Ja, wie überaus seltsam. Warum sollte irgendjemand eine unglaublich mächtige Kreatur der Dunkelheit studieren? Oh, ihr müsst die Sith-Brut übrigens erst unterwerfen, ehe das Artefakt sie binden kann. Wenn es blutet, kann man es auch töten. Holt die Runen von den Leichen meiner Schüler und bringt sie zu dem Bogengang im Dschungel. Das Artefakt ist dort versteckt und wird euch leiten. Was ist nun? Steht nicht einfach so herum, sondern bringt mir meine Sith-Brut her. Ein Bitte wäre echt nett von dir. Danke. Gut, so, unser Begleiter ist wieder zurück. Ja, unseren neuen Auftrag kennen wir. Nur das ist sogar noch eine Heldenquest. Yippie, Schweinebacke. Darauf habe ich ja Bock. Naja, erstmal hier dran binden. So, neuen Flugpunkt holen. Und dann sind die nächsten Quests. Wie lautet der Bestimmungsort? Halt die Fresse. So, erst einmal hier Post holen. Nee, och, hier, komm. So, gewandte Selbst... Ach so, ja klar. Da habe ich mir doch mal was selbst geschickt. Mit meinem Hauptcharakter. Und zwar einen sehr netten... Ja, ich würde sagen Mantel. Den ich mir ausrüsten kann, sobald ich Level 19 bin. Sehr schick, den ich dann mal gefunden habe. Auf jeden Fall schicki. Bitte bleibt stehen und lasst die Waffen stecken. Die Droiden scannen euch jetzt. Will ich nicht. Alles in Ordnung. Verzeiht bitte, wir sind auf der Hut vor Lord Gratans Leuten. Ich bin es leid, ihn auf meinen Jungs rumtrampeln zu lassen. Ihr solltet einen Sith nicht so kühn bevormunden. Bei allem Respekt. Nur weil ihr ein Sith seid, lasse ich euch noch lange nicht durch. Nicht, wo einer eurer Sorte das Problem darstellt. Hört zu, bleibt doch noch. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, aber Gratan ist ein Albtraum. Der Sith-Lord ist abtrünnig geworden. Er ist auf seinem Anwesen jenseits der Mauer. Er hat Waffen, Schilde und einen Kader an Wissenschaftlern, die neue Technologien gegen uns entwickeln. Gratan verlangt Respekt und Autorität vom Rat der Sith. Also hat er sich, wie bei den Sith üblich, gegen seine Meister gewandt, um seine Macht zu beweisen. Jetzt plagen wir uns mit seinem Wahnsinn rum. Wenn ihr also sowieso hier seid, um Gratan Probleme zu machen, könnt ihr uns genauso gut helfen. Ihr habt die Waffen und die Ausbildung. Erledigt das alleine. Ich würde ja gerne, aber mir sind die Hände gebunden. Es ist so, diesen Sektor sind fast 100 Männer zugeteilt. Einige auf der Mauer, einige beobachten Gratan. 20 sind verschwunden. Meine Jungs, quasi meine Kinder. Gratan hat sie mir genommen und ich will sie zurück. Wenn eure Leute sich nicht selbst helfen können, warum sollte ich es tun? Verdammt, wir reden hier von imperialen Soldaten. Ich habe mit ihnen zusammengearbeitet. Einige sind noch so jung. Ich weiß auch nicht, was Lord Gratan von ihnen will. Vielleicht hält er sie als Geiseln, um uns zu demoralisieren. Wer weiß das schon? Wenn ihr ohnehin auf Gratans Grund müsst, holt sie da raus. Sagt ihnen, sie sollen sich bei der Herzogin melden. So, nennen sie mich. Herzogin? Das müsst ihr mir erklären. Versucht ihr doch mal, Offizier zu sein, ohne euch einen Spitznamen anheften zu lassen. Berichten zufolge hat Gratan Gefangene in einen anderen Flügel überführt. Ich weiß nicht, ob es sich um meine Leute handelt, aber man sollte der Spur nachgehen. Seid vorsichtig. Gratan ist nicht zimperlich. Ja, gleich die nächste Quest für das Lord Gratan Anwesen. Und hier haben wir noch eine Quest. Heilige Scheiße, wir haben ja hier überhäuft. Ach, diese Droiden finde ich so scheiße. Da. Oh. Versteht die nicht? Ja, dreh doch dich um die eigene Achse. Ja. Sprich lieber mit mir, du Vollhorst. Was geht hier vor?
Hier spricht Darth Malgus von der Expeditionsflotte an alle verfügbaren Truppen. Wenn ihr dies empfangt, wurdet ihr als wichtig eingestuft und das Imperium bedarf eurer Stärke. Es ist euer Privileg und eure Pflicht. Also hat ein Darth entschieden, dass ich seiner Aufmerksamkeit würdig bin. Wie faszinierend. Die fremde Atvosek-Hegemonie hat die Hämmerstation in Betrieb genommen, eine mobile Kampfstation, die unsere Grenzen bedroht. Ihr werdet euch dem Angriffsteam anschließen, das sich beim Vaiken-Raumdock sammelt. Dort erfolgt eine vollständige Einweisung, im Namen des Imperators. Wissen wir mehr als nur den Namen dieser Kampfstation? Was ist mit der Atvosek-Hegemonie? Ja, das ist schön. Also, ich finde die Druiden total scheiße. So, kurze Erklärung, wir haben hier eine Quest bekommen für das zweite Dungeon oder auch die zweite Flashpoint. Da haben wir die Hammer Station oder die Hammer oder Hammer Station für den deutschen Mann unter uns. Und ja, die mache ich dann mit euch irgendwann, wenn ich dann gerade Bock habe. So, was haben wir? Ne, jetzt können wir hier die Heldenquest machen. Die Helden 2, obwohl. Ach, wisst ihr, ey. Ich glaube, ich mache erstmal alle Quests in Lord Gratons Anwesen und danach die Heldenquest. Und dann. Vielleicht die Hammer Station. Ich weiß es nicht. Aber irgendwie. Ich meine. Die normalen Quests kann man wenigstens solo machen. Ach ja, klar, hier gibt's noch eine. Okay, ich bin wieder ruhig. Bis gleich. Psst, wir müssen sehr vorsichtig sein. Lord Gratan hat seine Augen überall. Er ist sehr misstrauisch allen Fremden gegenüber. Er darf nicht sehen, was wir tun. Mit wem habe ich das Vergnügen? Captain Brynn, Sondereinheit der Imperialen Armee. Diese Arbeit erfordert höchste Konzentration, ein besonderes Gemüt. Gratan ist eine Bedrohung, eine große Bedrohung. Der Typ verrückter Wissenschaftler. Er mag Waffen, Cyborgs, Droiden, ergonomische Stühle. Mein Auftrag ist, ihn im Auge zu behalten, auf alles zu achten, was verdächtig ist. Ich weiß jedoch nicht, was ihr hier tut. Ich werde Lord Gratans Anwesen stürmen. Das dachte ich mir. Scharfe Augen. Ich sehe sowas sofort. Ich möchte nicht aufdringlich sein. Doch da ihr diesen Weg beschreitet, könntet ihr mir wohl helfen? Was für eine Art von Hilfe? Nun, ich habe die Anweisung, auf Distanz zu bleiben und Lord Gratans Anwesen weder zu betreten, noch auf sonstige Weise Aufsehen zu erregen. Ich soll jedoch Informationen über ein bestimmtes Geschütz beschaffen. Einen Prototyp, für den der abtrünnige Lord Pläne haben soll. Das Imperium will das Geschütz in Serie bauen. Was ist an diesem Geschütz so besonders? Ich kenne keine Einzelheiten. Nur, dass es sehr zerstörerisch sein soll. Lord Gratan versteckt die Geschütze irgendwo auf seinem Grundstück. Ich werde ja selbst danach suchen, aber Befehl ist Befehl. Ich muss die Stellung halten. Da ihr nun schon hineingeht, könntet ihr wohl nach den Plänen für diese Geschütze Ausschau halten? Wir werden sehen, ob ich etwas finde. Mehr verlange ich nicht. Die Sache ist nur, dass ihr nur an den Geschützen vorbeikommt, wenn ihr eine Wache ausschaltet und euch einen Sicherheitsausweis besorgt. Die Sicherheitsausweise senden ein Signal an die Geschütze, das den Träger als verbündete Einheit identifiziert. Besorgt euch zuerst einen Sicherheitsausweis von einer Wache. Dann sucht die Geschütze und holt die Pläne dafür. Einfach, oder? Ich werde hier draußen die Augen offen halten. Genau, wo wir uns getroffen haben. Ja, dann mach das mal. Ja, wir haben zigtausend neue Quests hier bekommen. Allein nur für dieses Anwesen. Ist das nicht super? So. Ja, komm. Ich wollte die am Leben lassen, Kollege. Sei liberaler Bus.
Ja, das sehe ich auch. Na komm. Papagawan. Jo, finde ich auch. So. So, hier haben wir erstmal dich. Vergesst das jedes Mal. Und danke. Jedes Mal vergesse ich das. Wow, Hilfe. So, dich. Meins. So. Ja, erstmal zum Anwesen. Erstmal dort die Quests. So. Dann wollen wir mal. Du bist schwach. Ach ja, gleich noch eine Bonus-Quest. Ach, warum nicht? Soll ich gleich noch eine Pizza vorbeibringen? Was ist denn noch alles? So. Erkunde das Waffenlabor. Okay. Sollen wir irgendwie hinkriegen. So. Ja, wie gesagt, ich werde erstmal hier die ganzen Quests hier beim Anwesen machen. Und danach dann Danke. Die Heldenquests. Ich denke, das ist so besser. Macht so doch mehr Sinn. Ach ja, unser vermächtiges Balken ist auch bald Level up. Das ist schön. Dann sind wir Level 2 da. Und Umfall, danke. So, hier gibt's wieder was. Ach, cool. Na? Immer analysieren das Ding. So. Gut, da sollen wir jetzt lang. Nee, ach komm. Wo kommen die denn her? Bams. Nee, bleib stehen. Blinder? Nee, gut. Na, no, nehmen wir den hier. Schön ein Codex, Altrock. So. Da. Den. Blinder den doch. So. Die wollen wir uns doch mal holen. Wegen der Bonus-Quest. Dann gehen wir auch erstmal hier rein für die erste Quest. Des Anwesens. So, oder soll ich doch erstmal. Ach ja, klar, komm. Lass mal erstmal die Bonus-Quest machen. Kostet ja nichts. Jemand da. Mit Freunden. Jo, sehe ich auch so. Freudianas. Aue. Du musst mir weh, Kollege. So. Ach komm, ein einziger noch und dann haben wir das. So, du kannst schon mal vorgehen. Na? Wunderbar. Wow. Das ging schnell, Kollege. So, nächste Bonusmission ist. Besiege Gratan Streitkräfte. Wow. Okay. Ja, immer diese Folgesachen bei den Missionen. Bei den Bonusmissionen. Wer oder was sind jetzt die Streitkräfte? Streitkräfte sind. Keine Ahnung, so finden. Ja, gut, egal. Gehen wir erstmal hier rein. Machen wir erstmal.